In Mittelerde ist mal wieder überhaupt nichts los und Faramir nimmt sich die Zeit, um eine Runde Magic the Gathering gegen Frodo zu spielen. Guck mal, die Idioten spielen Magic. Du fängst an. Oh Mann, was für Pfeife. Seit Faramir Stimmen hört, ist er echt seltsam. Ich spiele den einen Ring. Der eine Ring. Du bist dran. Ich spiele König Denethor. Naja, eigentlich steht da Truchsess. Lässt du einfach so zu, dass er meinen Namen beschmutzt? Boromir hätte ihm schon längst eine gescheuert. Natürlich, Vater. Hüte deine Zunge, Kleiner. Jetzt bin ich wieder dran und spiele Aragorn, Arathons Sohn, den wahren König von Gondor. Er sieht verändert aus. Die ist doch nicht etwa gefälscht? Dein Gesicht ist gefälscht. Ach, da hat der große Faramir plötzlich ein Auge für. Und was war, als Osgiliath fiel? Nichts gemacht hast du. Ich tat, was ich konnte, ah, Vater. Bullshit! Du hast wie immer versagt. Boromir ist in allem besser als du. Aber Boromir ist nicht hier, Vater. Nur ich. Ja, toll, danke. Sich selbst. Ich werde dir den Ring bringen. Ja, keine Ahnung, mit wem du redest, aber ich spiele Boromir. Sorry, hab den nur auf Englisch. Boromir? Bist du's, Lieblingssohn? Ich hab dich so vermisst. Faramir ist so ein Versager, aber jetzt kann ich endlich wieder glücklich sein. Sieh doch, der eine Ring, er liegt direkt neben dir. Bring ihn mir, Boromir. Nur du vermagst dies zu vollbringen. I don't understand a word. What's he saying? Ich spiele jetzt meine innere Bestie. Nein! Du hast Boromir gekillt. Faramir ist so scheiße. Oh nein, was habe ich getan, Vater? Was ist los? Ich will Boromir. Darauf spiele ich meinen Feuerstoß. Scheiße! War mir dumm, was für ein dumm. Loser. Was? Wer ist hier jetzt der Loser? Immer noch du. Aua. Tja, was für ein Schwachsinn mal wieder. Jo, vielen Dank fürs bis zum Ende ansehen. Fällt dir vielleicht noch jemand ein, dem das Video genauso gut gefallen könnte wie dir? Dann schick's doch einfach weiter. Kostet nix und dauert nicht lange. Was gibt's Besseres, oder? Egal was du machst, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis bald. Keine Ahnung, wie der überhaupt Magic spielen kann. Der kann doch nicht mal Karten lesen.